Hi Leute und willkommen zurück bei Let's Play Batman Arkham Asylum. So, wir machen uns weiterhin auf den Weg und versuchen hier eine Möglichkeit zu finden, wie wir durch diesen Bereich weiterkommen werden. Okay, also hier geht's schon mal weiter. Hier vorne ist eine Rindertrophäe, die möchte ich gerne mitnehmen. Nehme ich auch mit. Diese Trophäe war ein Test. Gut gemacht. Du hast den niedrigsten Grad erreicht. Der Typ soll mal warten, bis ich den mal vor mir sehe. Ich bin übrigens eine Kanalfledermaus. Alles, also nicht unbedingt die Bezeichnung, die ich eigentlich im Sinn hatte, aber gut. Damit kann ich auch leben, erstmal. Oh, ich hoffe, ich schon wieder was klappern. Ah, da haben wir unsere Joker-Szene wieder. Hier ist die nächste Rinder-Trophäe. Ich bezweifle, dass ich die mit meinem Sprung schaffen werde, aber wer nicht wagt, der gewinnt nicht, sagt man ja immer. Ja, vorausgesetzt, ich bleibe natürlich nicht an der Kante hängen. Ich will nämlich diese Trophäe unbedingt haben. Genau das habe ich gemeint, mit dem eventuell nicht schaffen. So, vielleicht lasse ich diese Trophäe durch eine andere Möglichkeit bekommen. Also zumindest sind wir zu den jetzigen Verhältnissen nicht hoch genug. Das Blöde ist, man kann sich ja auch hier lang so rüberziehen oder so. Vielleicht später von da oben runter. Das kann eine gute Möglichkeit sein. Wir gehen erstmal weiter. Gibt es hier irgendwas Interessantes? Außer Joker-Szene? Nein. So. Oh, ich sehe, da ist wieder ein Tonband. Zugang zur Oberfläche. Aufgezeichnet ist Patientengespräch Nummer 2. Ja, ich möchte aber kein aufgezeichnetes Patientengespräch hören. Das hat sich zumindest von der Stimme gerade so angehört. So. Huch, was war das denn jetzt? Achso. Ich dachte schon, das wäre irgendwie ein weiterer Zugang. Naja, gut. Ich bin ja jetzt mal gespannt, wohin uns dieser Weg führt, also dieser Zugang zur Oberfläche. Naja, die Oberfläche sieht schon ein bisschen anders aus, glaube ich. Oh. Da kommt unser Explosivgel wieder zum Einsatz. Ich finde es immer interessant, dass er immer die Form von einem Batarang dann irgendwie sprüht, jedes Mal. Ich weiß nicht, warum er das jetzt unbedingt in dieser Form macht, aber ja gut. Macht dir wahrscheinlich Spaß, das so zu machen. Okay, was ist denn da unten? Irgendwas Interessantes? Nein, das ist auf jeden Fall unten schwarz. Gut. Okay. So. Jetzt schauen wir mal. Okay, wir haben... Wir sollen... Dr. Young finden. So, wo wir sie finden, steht nicht. So, das ist unser nächstes Ziel hier, auf jeden Fall die Arkham Villa. Ja gut, das dürfte ja nicht so schwer zu erreichen sein, denke ich mal. Scharfschützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Scharfschützen? Was denn hier? Nein! Ich wollte mal da oben. Würde ich sagen, was Interessantes da oben, was wir so holen können. Schon mal einen Scharfschützen hier. Der hat mich beinahe gesehen. Ich möchte nicht, dass er mich sieht. Deswegen warten wir kurz. Jetzt aber. So. Das wäre natürlich super, wenn wir das Scharfschützengewehr mitnehmen könnten. Können wir aber leider nicht.
Okay, hier ist ein Tonband, den können wir direkt mitnehmen. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer... Okay. Also da vorne sehe ich auch einen weiteren Scharfschützen. Kann ich den mit dem Batclaw dann irgendwie runterholen? Das ist, glaube ich, ein bisschen zu weit. Da unten sind auch ein paar Heinis. Nein. Hab ich ja auch gewundert. Ach, vielleicht fäng ich den damit. Ha, wunderbar, hat ja gut geklappt. Lass ihn wieder aufstehen. So. Hier sollte aber Feierabend sein. Ja, wie, der steht nochmal auf. So, jetzt muss aber Ruhe sein. Ich sag mal, will der mich verarschen oder was? Wie kann der denn immer wieder aufstehen? Autsch. Oh. Elender hier. Ich sag mal, wie kann der mich denn immer noch sehen? Das gibt's doch nicht. So, jetzt brauchen wir hier den Detektivmodus ja gar nicht mehr. Jetzt sehen wir ja dieses Spaß. Oh, Mensch, ey. Ich dachte, du würdest länger durchhalten. Ja, witzig. Bei diesen Scharfschützen, die da herumstehen. Okay. Jetzt weiß ich Bescheid, dass ich irgendwie versuche, die auszuschalten. Hier ist wieder Joker. Macht euch gegen der Fledermaus keinen Zauber. Aufmerksamkeit zu erhalten. Falls ihr sich dazu entschließen solltet, uns den Spaß zu verderben. Oh, und wenn ihr in der Dunkelheit einen Schuss hört, keine Angst. Es besteht kaum ein Risiko, dass ihr verletzt werdet. Ich bin hinter der Fledermaus hier. Naja, vielleicht wollt ihr noch eure Krankenversicherung überprüfen. Obwohl, ihr habt ja gar keine. Scharfschützen. Sieht aus, als ob diese Verbrecher aus Blackgate Zugang zur Waffenkammer haben. Okay. Dann haben wir schon mal... Ja, das haben wir schon mitbekommen. Okay, jetzt müssen wir versuchen, auf den anderen Wachturm da oben zu kommen, um diesen Typen auszuschalten. Ohne, dass er uns sieht. Verdammt, jetzt haben wir mich gesehen, ey. Versuche ich mal nach oben zu kommen und diesen Typen mit dem Scharfschützengewehr erstmal auszuschalten. Dass ich halt erstmal Ruhe habe. So. Okay, den haben wir auch weg. Gut, jetzt können wir gleich daher die Ratten. Unfassbar. So. Geht's ihm gut? Mit dem sein Messer. Voila! Die haben wir auch erledigt. Vor allem, wie dreist die sind, mir einfach hinterher zu kommen. Na gut. Jetzt muss ich runter und dann links rum. Also zu Arkham East wieder. Oh, hier klappt noch was. Ah, die Joker-Szene wieder. So. Lass mich zu, dass er dich schlägt, du Idiot! Du schon wieder. Ich hasse diese Leute mit dem Messer, die hasse ich. So, den haben wir schon mal weg. Lass mich die Ruhe vor dir. Die Leute mit dem Messer muss man eigentlich immer mit Kreisfeuer angreifen. Muss man die halt dann auch wirklich treffen kann. Weil sonst man keinen Schaden gegen die machen kann. Ey, den habe ich doch gekontert gerade. Das ist unfassbar. So.
kleine Fische, nichts Besonderes. Oh. Okay, es geht hier weiter. So, die Jackie hat viel Modus. War das schon mit dem Scharfschütze? Ich verliere die Männer so schnell, dass ich gar nicht mit dem Schild nachkomme! Den kaufe ich mir jetzt. Ich habe zwei Männer aufgewacht. Deko, aber sei vorsichtig! So, die sind nämlich ziemlich gefährlich, diese Leute. Hier haben wir oben noch einen. Es kommt schnell mal zu uns. Ja, ja. Mit Sicherheit. Okay, jetzt muss ich versuchen. Ist eigentlich dieser Laser noch? Oh, ja. Hätte mich sonst ja auch gewundert, so wirklich. Hallo Jungs, ich bin's mal wieder. Denkt an euch, so. Um all unsere Geiseln zu kümmern, tot bringen sie uns nichts. Aber eine Beule hier oder eine Schnittwunde da können nichts schaden. So, ich schnapp mich mir auch. Okay, den haben wir auch weg. Gut. Da oben haben wir wieder zwei Scharfschützen. Das ist schlecht, ich den genau am Eingang nämlich. Jetzt versuche ich. Anstaltsleiter Joker würde gerne mitteilen, dass alle Aufseher in Arkham wegen finanziellen Einsparungen gefeuert sind. Wie konnten die mich denn sehen? Jetzt habe ich ein Problem. Die haben mich nämlich bemerkt jetzt. Das ist natürlich nicht sehr optimal. Also hier ist auf jeden Fall eine Riddler-Trophäe hier drin. Ja, aber die kommen wir jetzt echt nicht dran. Bitte haltet während eures Dienstes Ausschau nach irgendwelchen fliegenden Schädlingen. Ich habe gehört, hier kommt es von Zeit zu Zeit zu solchen Gefolgen. Okay. Vielleicht schaffe ich das ja, mich unbemerkt anzuschleichen. Das wäre natürlich optimal. Oh. Was denn hier? Okay, darum kümmere ich mich gleich. Nämlich, ich will mich erstmal um diese Heinis kümmern da oben. Warte ich erstmal, bis er sich wieder umdreht. Und dann kann ich mir den schnappen. Puh. Joker hier. Jetzt, wo ich die Kontrolle habe, würde ich gerne eure Meinungen zu diesem Ort hier hören. Ich bin besonders stolz auf euch. So, einmal umdrehen, bitte. Okay, da haben wir es schon. Okay, auf nach oben. Natürlich bemerkt er das nicht, dass ich seinen Kumpel hinter dem platt gemacht habe. Das ist natürlich sehr, sehr logisch. Aber gut. Soll mich nicht jucken. Gut. Die habe ich beide weg. Okay, also hier konnte man den Boden, wie gesagt, kaputt machen. Da ist nämlich eine Riddler-Trophäe da drin. Beziehungsweise da drunter, eher gesagt. So. Aha. Gut. Wie willst du die Leute an mich verfüttern? Habe ich gesagt, dass ich Hunger habe? Na gut. So. Gut. Ich denke, ich muss ja eigentlich. Ich bin ja hier richtig, genau. Okay. Wir sind schon mal drin. Ah, da war ja mal wieder sehr, sehr unordentlich. Wenn man sich hier diese Unordnung anschaut: die ganzen Papierstapel und die ganzen Bücher. Ja, Moment. Du hast noch die Kontrolle, aber ich frag dich nur, wie lange. Metropolis, der ein paar Schwergewichte für seine Sicherheitsfirma braucht. Du weißt schon, an die Tür klopfen, Geld eintreiben. Ja gut, ein... Macht Spaß. Willst du? Ich könnte ein gutes Wort einlegen. Klingt gut, ich bin dabei. Na gut. Ich glaube, viele Möglichkeiten habe ich nicht, außer so einen Gleittritt zu machen. Machen wir einen Gleittritt. So. Okay. So. Ja, die haben mich ja gut überrascht, die Jungs.
Wunderbar. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt, hat auch super geklappt. Denn wie man gesehen hat, hatte einer von denen eine Waffe gehabt und das wäre ein bisschen problematisch gewesen, wenn er anfängt zu schießen. Die machen nämlich einen guten Schaden, die Jungs. Aber hat super geklappt. Genauso wie ich mir das vorgestellt habe. Oh, was ist das denn hier? Guck dir das mal an. Was ich wohl hier finden werde. Aha. So, dummer Spruch bitte. Ist euch irgendwas aufgefallen? Und zwar, jedes Mal, wenn ich um einen dummen Spruch bitte, kommt kein dummer Spruch. Aber wenn ich nichts sage, dann kommt ein dummer Spruch. So, nächstes Mal sage ich aber trotzdem was, dann kommt nämlich der dumme Spruch, hoffe ich mal. Ich find's lustig, einfach diesen Zufall zu haben. Ist so wirklich so. Okay. Genug gequatscht, wir müssen zusehen, dass wir vorankommen. So, da oben geht's schon mal weiter, da die Tür blockiert ist. Okay. Von da oben bin ich hier gekommen. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Aha. Da ziehen wir direkt mal runter. Okay. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Oder auch nicht. Hier ist nämlich eine Sackgasse. Nee, doch nicht. Ich habe nichts gesagt, Jungs. Sorry. Okay. So. Weg mit der Wand. Hier ist nämlich... Geht es nämlich weiter und wir können nochmal hier sowas abstauben. Als das. So, da haben wir die dritte Chronik. Jetzt ein dummer Spruch, bitte. Auch nicht. Oh, da haben wir wieder die Möglichkeit, ein Upgrade zu machen. Was haben wir hier Schönes? Ausschalten Spezialkombo. Ermöglicht Batman nach einem achtfachen Combo ein sofortiges Ausschalten, das nicht abgewehrt werden kann. Nach einem Spezialkombo kann Batman weitere Attacken aneinander reihen. Hört sich gut an. Ich glaube, ich nehme es. Hört sich gut an. Eine Spezialattacke, die man nicht ablocken kann, ist immer gut. Gut. Ich muss diese Aufzeichnung vor Joker finden. Komm schon, such weiter. Joker will, dass die Aufzeichnungen gefunden werden. Sucht überall. Preis, hä? Der letzte Preis, den er verteilte, kostete meinem Kumpel seine Beine. Joker hat sich stundenlang totgelacht. Das ist blöd. Wir müssen versuchen, hier diese Leute auszuschalten. Hast du schon gefunden? Gut. Ich könnte überall sein. Das Blöde ist, die hängen genau dort, wo man die jetzt nicht überfallen kann. Aber gut, so viel kann man jetzt nicht machen. Da kann man jetzt aber einen Gleitritt machen. Gut, machen wir einen Gleitritt, ist egal. Hast du schon gefunden? Voila. So. Du gehörst mir! Wirf ihn zum Boden und trampel auf sein Gesicht rum! Er hat mir meine Kombo versaut. So, da haben wir das. Ah. Autsch. Das ist doch weg. Da haben wir nämlich hier unsere. Wow. Da haben wir sogar noch Trophäe noch ab. Also hier, das ist damit gemeint. Also, autsch. Wenn man halt ein paar. Wenn man eine Combo, also eine lange Combo macht, dass man halt ausschalten kann mit diesem Dreieck und Kreis zusammendrücken. Dass man halt diese Attacke dann ausführen kann, die halt nicht abgeblockt werden kann. So, ja, ich würde mal sagen, gute Arbeit.
mal schön gut abgeräumt hier. Gut. Was war das denn jetzt? Na gut. Sah gerade lustig aus. Hatte ich eigentlich gar nicht vor, aber gut. Okay. Ich soll also diese Aufzeichnung finden. Bevor Joker es tut. So, die Frage ist, wo finde ich diese Ich wollte gerade sagen, Auszeichnung. Es ist eine Aufzeichnung, keine Auszeichnung. Gut. Ich gehe mal hier weiter. Da haben wir unsere nächste Riddler-Trophäe. So, jetzt müsste aber wirklich ein dummer Spruch wieder kommen. So. Ich hätte es nur einfacher machen können, wenn ich es auf die Motorhaube deines lächerlich prahlerischen Autos geschnallt hätte. Geht doch, warum nicht gleich so? Jetzt weiß ich auch, warum ich diesen Typen schleimen kann. Okay. Ist ja schon wieder Joker-Szene. Diese Drecksdinger sind auch überall. Ach, da oben ist ein anderer wahrscheinlich. Nicht? Ach, da drin. Okay. Weg mit Gitter. Ja, das Ding steht ein bisschen zu nah. Den kann ich nicht. So, jetzt aber. Was ist das denn für ein Ding? Rein, aber mit dem kann ich nichts anfangen. Okay. Gut. Die Tür kann ich hier nicht aufmachen. Was kann ich denn hier eigentlich noch alles machen? Ich kann hier nach oben gehen. Was bringt das aber, wenn ich hier nach oben gehe? Hier ist ja nicht wirklich viel. Okay, das war jetzt alles andere als smart, was ich gemacht habe. Ja, nach oben kann ich ja gehen, aber das bringt mir, wie gesagt, nichts. Muss mal abchecken, ist hier nichts, aber das ist ja eine Tür hier. Ah, okay. Keine Ahnung. Antworte mir! Ich sagte, ich weiß es nicht. Sie könnte überall sein. Willst du sterben? Willst du? Ich mache keine Witze. Wo ist sie hin? Los, Batman! So, mach den Kopf zu. Was soll diese Manschette da? Warum macht die so ein Geräusch? Das ist die Selbstmordmanschette, aber es klingt merkwürdig. Selbstmordmanschette? Die heißen irgendwie anders, aber egal. Wir benutzen sie, um den Herzschlag der Patienten zu beobachten. Wenn er zu schwach wird, geht der Alarm los und das Rettungsteam stürzt rein. Meine Crew könnte das auch erledigen. Na, wie gefällt dir das, Fledermaus? Stehst da herum im, mal sehen, Westflügel. Sie wären schon da, wenn sie Cash nicht ein bisschen Vernunft beibringen würden. Weißt du was? Ich werde die Überraschung nicht verderben und ihnen sagen, dass du kommst. Upgrade für Batarang verfügbar. Boah, das nervt. Kann man das jetzt nicht irgendwie abstellen? Hört sich an wie so ein Kinderspielzeug. Okay, gibt's hier irgendwas Interessantes für uns? Ja, ich weiß, dass er bewusstlos ist. Ich hab den ja auch bewusstlos geschlagen. Okay. So. Gut, dann gehen wir schon mal weiter und schauen, was uns noch so erwartet. Aha, das sieht sehr vielversprechend aus, Records Office. Erstmal hier kurz die Ecken abchecken. Kann ja immer was sein. Gut. Dann schauen wir mal.
Da brauchst du schon mehr als das. Sag ihm, dass er nichts sagt. Sag uns, du bist nicht mehr hinten. Oder wir schneiden deine andere Hand ab. Mach, was du willst. Ich rede nicht. Ja, ich bin jetzt schon auf dem Weg nach... Nein. Das war jetzt meine eigene Dummheit. Ich grüße meinen gefallenen Feind. Ich hasse diesen Spasti. Ja, das war natürlich jetzt mein Fehler. Ich hätte wissen müssen, dass alle Waffen haben. Aber gut, ich habe es eben nicht gewusst, wie gesagt. Oh nee, da oben ist ja auch einer. Oh Mensch, das Kinder. So. Da ist. Was ja? Wir sehen jetzt. Ich werde dich töten! Mist. Okay, jetzt kümmere ich mich um diese Leute hier ein nach dem anderen. Ich kann mich jetzt mal da oben ein paar runterholen. Und ich hier das ausschalten. Hey, geh von mir runter! Schwert! So, den haben wir schon mal ausgeschaltet. So, mehr oder weniger. Wir kommen zurück, wenn die Fledermaus tot ist. Warte, ich gebe dir Deckung. Durchzählen, ob alle da sind. Ihr habt den Boss gehört. Gut, um diese Einzelnen kümmere ich mich jetzt mal einzeln. Hier. Gott, nein, hier drüben liegt auch noch einer. Ja, natürlich. Wach auf, hörst du mich? Wach auf! Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten. Hört ihr? Lasst ihn hier, schwärmt aus und findet die Fledermaus! Wir komm her! Was machst du da? Mist. Ich stelle mich selber dämlich an. Der Loser hatte keine Chance. Ich meine, sieh mich an. Das ist doch schwieriger, als ich gedacht habe. Aber hier war schon mal eins. Hol Joker ans Funkgerät, sag ihm, dass er nichts sagt. Sag uns, wo die Sache hin ist. Sag es uns, oder wir schneiden deine andere Hand ab. Mach, was du willst. Ich rede nicht. Aber sicher, Harley Quinn ist schon auf dem Weg nach oben. Sie kennt Wege, deine Zunge zu... Jungs, ihr könntet mal auf den Gehweg nachsehen. Ich glaube, jemand hat euch ein Geschenk gelassen. Ihr habt den Boss gehört. Okay. Na, da kommt schon einer. Joker hat recht, ich hab jemanden gefunden. So, wie kann ich denn jetzt? So, dann haben wir schon mal einen weg. Muss es noch ein bisschen clever anstellen. Gott, ich hab jemanden gefunden! Hier drüben! Komm schon, wach auf! Verdammt, er ist ohnmächtig! Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn finden oder wir sind die Nächsten! Okay, das dürfte doch nicht so einfach sein, wie ich das gedacht habe. Warte, ich geb dir Deckung! Okay, Jungs, ich würde mal sagen, ich mache hier an dieser Stelle Stopp. Das könnte ein wenig dauern, bis ich alle Leute hier ausgeschaltet habe. Ich muss mir etwas überlegen, wie ich das am besten mache. Sonst wird man so schnell wieder abgeballert, wie ihr in den letzten zwei Versuchen gesehen habt.
Ansonsten danke fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch mit dabei. Vielen Dank und bis dann.